Und wir kommen jetzt wieder zu einem anderen Thema. In Hallein in Salzburg ist es heute früh zu einem Zwischenfall in einem Chemieunternehmen gekommen. Gegen 5.40 Uhr tritt eine unbekannte Menge an Schwefeldioxid aus der Zellstoffkocherei aus. Ein Mitarbeiter, der sich in der Nähe aufhält, kommt dabei ums Leben. Zunächst wird Umweltalarm für die Nachbarschaft gegeben. Der wird im Fall von Unfällen ausgelöst, bei denen umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden und eine akute Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen besteht. Dieser Alarm kann um 8.30 Uhr aber wieder aufgehoben werden. Über die Ursache für den Unfall ist derzeit noch nichts bekannt. Und wir kommen jetzt zum Thema Justiz. Das sorgt in den vergangenen Wochen immer wieder für Spannungen in der türkis-grünen Regierung. Während sich die grüne Justizministerin Alma Sadic als Garantin für unabhängige ErmittlerInnen versteht, reißt die Kritik der Türkisen an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht ab. Erst gestern hat der Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-U-Ausschuss, Andreas Hanger, einem BKStA-Ermittler politische Befangenheit vorgeworfen. Wie sehr belasten diese Angriffe die Koalition? Julia Ortner, Alexander Kofler und Alexander Sattmann mit einer Analyse. Andreas Hanger heute früh wieder auf seiner Mission, die Volkspartei vor Unbill zu bewahren. Für den ÖVP-Politiker ist klar, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Chats von Türkisen anders umgehe als etwa im Fall von ÖGB-Chef Wolfgang Kazian. Ich werfe konkret den Herrn Oberstaatsanwalt Magister Burkhardt politische Befangenheit vor, weil er als verantwortlicher Oberstaatsanwalt für die Aktenlieferung in den Untersuchungsausschuss Tausende von Chats in den Untersuchungsausschuss liefert, die aus meiner Sicht keine Relevanz haben. Die WKStA weist das als unwahr zurück. Sie ermittelt derzeit gegen mehrere ÖVP-Politiker, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen Verdachts der falschen Zeugenaussage im U-Ausschuss. Sie sorgt damit auch vergangene Woche für Irritationen in der türkis-grünen Welt. Wenn zum Beispiel Staatsanwalt Matthias Purkert von der WKStA im U-Ausschuss aussagt, dass man von der Oberstaatsanwaltschaft Wien mit Dienstaufsichtsprüfungen rund um die Causa des Kanzlers konfrontiert werde, oder wenn ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker, die neben ihrer Tätigkeit als Abgeordnete Geschäftsführerin einer Raiffeisen-Tochter war, in den Fokus der WKStA rückt. Ihr wird Untreue und unerlaubte Vorteilsannahme vorgeworfen, weil sie ihre Arbeitszeit dort nicht für die Raiffeisen, sondern für die ÖVP genutzt haben soll. Ein Vorwurf, den Steinacker bestreitet. Der Politologe Anton Pelinker sieht eine Dynamik zwischen Volkspartei und WKStA, die es zu durchbrechen gelte. Der amerikanische Präsident, der israelische Ministerpräsident, waren jahrelang Gegenstand in ihrer Amtszeit von Verfahren. Das muss im demokratischen Rechtsstaat eine akzeptable Normalität sein. Das heißt, es ist weder Grund, einen Beschuldigtenstatus oder gar eine Anklageerhebung schon als Schuldspruch zu werten, noch einen Grund, mit großer Nervosität auf ein Verfahren, das ja erst in einem frühen Stadium ist, aggressiv zu reagieren, wie das derzeit die ÖVP tut. Gelassenheit für beide Seiten ist angesagt. Vergangenen Freitag wieder ein Gipfel mit den Landesspitzen. Und jenes Bild der derzeit wohl etwas fragilen türkis-grünen Koalitionsachse, das man schon gut kennt. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler verkünden gemeinsam weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Taktisch ist jetzt auch wichtig, wer kann sich damit profilieren. Hinter der Öffnungseuphorie analysiert Politikwissenschaftler Fritz Plasser allgemeine Nervosität. Bei der ÖVP wegen der Sorge vor einer Anklage gegen den Kanzler. Bei den Grünen wegen der Frage, wie soll man sich im Fall einer Anklage verhalten. Dennoch, es sei vor allem die Pandemie, nicht die Justiz, die die Wählerschaft bewege. Das, was die Kanzlerpartei in den letzten 3-4 Monaten von ihrem wirklich ultra hoch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr abgebaut hat, ist zum Großteil erklärbar Unzufriedenheit, Corona-Management, Maßnahmen und vieles andere und hat weniger sachpolitische Begründungen.
Die Koalition werde derzeit nur von den beiden Parteiwählerschaften gestützt, sagt Meinungsforscher Peter Hayek. Sebastian Kurz sei aber nach wie vor sehr gefestigt in seiner Wählerschaft. Würden die ÖVP-Wähler sogar eine Verurteilung akzeptieren? Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie denn diese Verurteilung ausgestaltet ist. Aber aufgrund unserer bisherigen Datenlage halten wir es nicht unwahrscheinlich, dass zumindest 2/3 der ÖVP-Wählerschaft auch sich von einer Verurteilung des Kanzlers nicht erschüttern lassen würden. Vor 2 Wochen hat Unique Research eine Umfrage zu den Ermittlungen gegen Kurz veröffentlicht, bei der sich rund 47% der Befragten für einen Rücktritt bei Anklageerhebung aussprechen. In einer aktuellen Gallup-Umfrage sind es insgesamt 58% der Befragten. Die ÖVP-Affinen darunter würden sich in dieser Frage von den anderen unterscheiden, sagt die Meinungsforscherin. Die moralische Latte an die Rücktrittsgründe für Politiker legen Türkis-Affine derzeit weiter unten an als Anhänger von den Neos, der SPÖ oder der Grünen. ÖVP-Affine sehen Gründe gegen einen Rücktritt ganz anders gelagert als die anderen Wähler. Sie sagen, ein Grund für einen Nicht-Rücktritt zu einem deutlich höheren Ausmaß als andere liegt in der Loyalität gegenüber der Partei oder in der Verantwortung gegenüber den Wählern oder die Partei wünscht, dass eine Person in ihrem Amt bleibt. Im Parlament, wie hier bei der Sondersitzung vergangenen Mittwoch, klingt es jetzt manchmal schon nach einer emotionalen Aufwärmrunde für einen Wahlkampf, inklusive Michelle Obama-Zitaten. If they go low, we go high. So weit runter könnt ihr nicht steigen, dass wir auf dieses Niveau eingehen. The higher they fly, the deeper they fall. Und ihr werdet fallen. Doch an Neuwahlen schon im Herbst glauben Politikbeobachter nicht. Es gibt keine Mehrheit gegen die ÖVP, aber die ÖVP allein hat auch keine Mehrheit. Das heißt, wir haben ein Dilemma, das durchaus nicht so unähnlich ist wie dem Dilemma da in der israelischen Politik. Derzeit oder in den nächsten Monaten sehe ich eben kein Auseinanderbrechen dieser Regierungskoalition. Ich sehe sehr wohl eine Erodierung der Vertrauensbasis. Ich würde derzeit keiner Partei empfehlen, auf Neuwahlen zu drängen, außer ich habe den Wunsch und das Ziel, das politische System in Österreich zu destabilisieren und desavouieren. Dann kann man das machen. Alles andere halte ich für nicht staatstragend. Der Grüne Bundeskongress 2020. Hier haben die Delegierten mit nur wenigen Gegenstimmen ihre Zustimmung zu Türkis-Grün gegeben. Beim kommenden Bundeskongress am 13. Juni könnte die Stimmung für die Spitze ungemütlicher werden, falls manche schärfer gegen die ÖVP auftreten. Wie nervös sind die Grünen? Dem sehe ich entspannt entgegen. Weil der Bundeskongress mit großer Mehrheit diesem Koalitionsvertrag zugestimmt hat, wissend, auf was wir da uns einlassen, wissend, dass das sehr schwierig wird. Nervosität auf unserer Seite kann ich jetzt eher keine orten. Jedenfalls ist von uns niemand angeklagt oder von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ins Visier genommen worden. Die grüne Justizsprecherin bleibt jedenfalls beim grünen Mantra, wenn es um das derzeitige Verhältnis zwischen Volkspartei und der WKStA geht. Ein Angriff auf die Justiz schadet dem System insgesamt, schadet dem Rechtsstaat insgesamt und schadet dem Ansehen der Institutionen, sowohl der Justiz als auch unserer Institution der Gesetzgebung, weil eben diese beiden Säulen des Rechtsstaates sich auseinanderhalten sollen. Der ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss verlangt heute, dass die Justizministerin endlich eingreift. Wir sehen hier eine klare politische Befangenheit und wir fordern die Justizministerin auf oder bitten die Justizministerin, hier entsprechend aktiv zu werden. Diese Bitte will das Justizministerium heute nicht erfüllen. Stattdessen verteidigt man in einer Aussendung die Staatsanwaltschaften und kritisiert unsachliche Unterstellungen und pauschale Vorwürfe. Eine Antwort, die wohl auch nicht für türkis-grüne Harmonie sorgen wird.